Es gibt Achterbahnen, bei denen werden Menschen bewusstlos und es gibt da einen speziellen Kandidaten und den haben wir getestet und darüber reden wir in diesem Video. Mahlzeit, herzlich willkommen beim Rapid Review Magazin und einem neuen Review meinerseits und einer Achterbahn, die, glaube ich, bei der Hälfte von euch auf der Bucketlist ziemlich weit oben steht. Und auch ich war unfassbar hyped auf diese Bahn endlich zu fahren. Und die Rede ist von Intimidator 305. Und Intimidator 305 steht in den USA, in Virginia, dort in der Stadt Doswell, und da befindet sich für den Kenner der Freizeitpark Kings Dominion. Kennt der ein oder andere vielleicht aus dem Kinofilmen, aus dem Kinofilm Achterbahn. Und der Park, der zur Cedar Fair Kette gehört hat, das ist unfassbar. Also ich habe es dann letztes Jahr endlich geschafft, diese Bahn zu fahren. Ja, das ist jetzt kein Quatsch, die Bahn gibt es schon seit 2010. Das ist, what? Und Intimidator 305 wurde von Intamin gebaut und ist ein Gigacoaster. Und dieser Gigacoaster hat es in sich, der ist nämlich 93 Meter hoch und hat einen Drop von 91,4 Metern. Und quasi ist Intimidator 305 sowas wie Piraten im Joe Sommerland, ein Megalight von Intamin, auf Steroiden komplett hochskaliert auf die krankeste Action Jackson, die man sich vorstellen kann. Und dieses Monster ist einfach der Wahnsinn. Hat zwar 25 Millionen Dollar gekostet, aber es ist jeden Cent wert, meiner Meinung nach. Also, wenn ihr in Kings Dominion seid, Intimidator 305 fahren wollt, geht ihr in diesen Bereich, wo die Bahn steht. Dort müsst ihr euren ganzen Krempel in locker schließen. Man darf nichts mit in die Station nehmen. Vor dem Eingang zur Queue-Line steht auch ein Mitarbeiter, der darauf aufpasst, dass er das nicht macht. Thematisiert ist das Ganze sehr semi, also es die Station ist halt nicht thematisiert und ziemlich offen, hat aber ein Dach. Aber die Züge sind thematisiert, davor ist ein bisschen Thematisierungskram und das Ganze hat ja das Thema Intimidator. Und es geht um den NASCAR-Fahrer Dale Earnhardt und nach ihm wurde diese Bahn benannt. Und jetzt denkt sich jeder, hä? Dale Earnhardt klingt jetzt nicht wie Intimidator. Er hatte aber den Spitznamen Intimidator und deswegen gibt es hier den Intimidator 305. Nicht zu verwechseln mit dem Intimidator in Carowinds, gehört auch zur Cedar Fair Kette, ist auch thematisch das gleiche Thema, die Züge sind auch genauso gestaltet, ist in dem Fall aber ein Hypercoaster von B&M und nicht ansatzweise so eine kranke Action wie Intimidator 305 hier von Intamin, dieser Gearcoaster. Holla die Waldfee, dann habt ihr euren ganzen Krempel abgegeben, habt euch angestellt, dann setzt euch in die Züge, macht diese, ich nenne es Schulterbügel, andere nennen es Over-Shoulder-Lappas, das sind die gleichen Bügel, glaube ich, wie bei Desert Race. Du hast genug Platz, du bist aber ziemlich safe. Unten hast du Gurt reingeklebt und dann dockt in der Mitte des Zuges der Catch-Car ein vom Kabellift, der euch dann mit 45 Grad Neigung nach oben zieht und das mit rund 27 km/h, bis ihr auf diese 93 Meter Höhe angekommen seid. Und dann droppt dieses miese Vieh wirklich mit 85 Grad Neigung nach unten. Ihr erreicht 144,8 km/h. Und da ist schon die entscheidende Stelle, was diese Bahn auch so spektakulär und so krass macht. Aber da reden wir vielleicht gleich drüber. Denn die 1554,5 Meter Strecke sind lang und schnell durchfahren, weil dieses Ding einfach auch nicht an Geschwindigkeit verliert. Nachdem man den First Drop hatte, geht es in einer Rechtskurve nach oben in einen kleinen unauffälligen Airtime-Hügel. Dieser kleine unauffällige Airtime-Hügel ist einfach mal 46 Meter hoch. Der ist höher als so einige Achterbahnen in Europa. Und dann gibt es halt auf dieser kompletten Strecke verteilt High-Speed-Turns und Sharp-Twists. Das Ding schmeißt sich einfach hin und her mit einer brachialen Geschwindigkeit. Gibt es da Richtungswechsel?
Es ist unfassbar, das Ganze relativ bodennah, damit das Ganze noch schneller wirkt. Und oh, holla die Waldfee. Er ist wirklich von Anfang bis Ende voll drauf. Ey. Schmeiß den Riemen auf die Orgel und gib ihn. Ohne Kompromisse knattert das Ding da durch wie so ein Nesca in der Betonwand. Und ganz zum Schluss geht es wirklich nochmal wirklich ganz schön hoch. Und in so einer Abfahrt wird dann mit Magnetbremsen der Zug auch schnell, aber bestimmt reduziert von Topspeed auf. Wir rollen jetzt mal geschmeidig zurück in die Station. Und das klingt jetzt nicht einfach nur alles so übertrieben hyped. Oh, das Ding rastet so aus und gibt so Gas. Das ist wirklich so. Und ich habe auch Beweise. In der Station angekommen wird der Zug, beziehungsweise die Räder, die Fahrgestelle unten mit Wasser gekühlt. Da ist so ein Gardena Gartensystem, steht da unten drunter, so eine Sprenkleranlage. Und sprüht Wasser auf die Räder, weil die so unfassbar heiß werden bei der Fahrt. Wir sind natürlich jetzt hier in den USA, das Land der unbegrenzten Ressourcen. Das Wasser läuft einfach weg. Das ist einfach so eine Betonplatte da unten drunter, so wie es aussieht. So süffig wie das ist, wird das Wasser nicht nochmal wieder verwendet. Normale Menschen hätten dann unter dem Becken, das Wasser würde aufgefangen, gefiltert, dann kannst du es wieder da drauf spritzen in den USA. Ach komm, was kostet die Welt? Hau raus. Dementsprechend spritzt auch beim First Drop hier und da mal ein bisschen Wasser von den Rädern nach oben bei diesen Geschwindigkeiten. Und man denkt sich erst so, was ist denn hier los? Aber okay. Dann muss man noch dazu sagen, dass der First Drop übrigens in der ersten Reihe natürlich übelst crank ist und in den hinteren Reihen schon beim First Drop hast du Airtime ohne Ende, weil der Zug ist oh mein Gott, du hängst da und denkst, okay, ich kann fliegen, ist das krass und Mann, sind wir lang unterwegs in der Luft, oh mein Gott, ich glaube, wir sterben jetzt gleich alle. Wow. Es ist so ein bisschen das böse, aufgepumpte Kind von Millennium Force und Maverick, diese waren einfach. Oder von der G-Force und Maverick. Und Taron ist auch noch mit in der Familie. Und wie heißt der nochmal hier? Skyrush und hast du nicht gesehen? Also Wahnsinns-Moped. Und dieses Moped war früher noch wahnsinniger. Und da war nämlich das Problem in der ersten Saison, dass sehr, sehr viele Menschen mehr oder weniger bewusstlos in der Station angekommen sind, denn nämlich der First Drop ist etwas zu lange unten geblieben und die G-Kräfte waren zu lange zu hoch, sodass viele Leute echt Blackouts hatten oder zumindest Greyouts und das ist, ey, was ist denn da los gewesen? Also, ich weiß, woran es liegt, aber das ist ja auch nicht relevant für dieses Video auf jeden Fall. Auf jeden Fall war da keiner zu blöd zum Rechnen. Das ist schon. Das ist so eine kranke Vorstellung einfach. Dann hat man das hat man gemerkt, weil die Gäste haben sich halt auch beschwert. Verstehe ich jetzt nicht. Ich würde es einfach mega feiern. Passiert ja nichts bei, ist ja nichts Gefährliches, ist nichts Schlimmes. Und dann hat man dann erstmal provisorisch schnell auf den First Drop ein paar Trim Brakes eingebaut, damit der Zug nicht so schnell unten ankommt. Ist natürlich keine Dauerlösung und man möchte auch weiter seine 93 sage ich schon, 144,8 km/h Spitzengeschwindigkeit behalten. Und so hat man dann nach 2010, in der Offseason zwischen 2010 und 2011, die ganze Bahn ein bisschen umgebaut, konnte dementsprechend die Trimbrakes wieder rausnehmen und die Bahn ist fahrbarer geworden. Hinten alles easy, alles kein Problem. Aber in der ersten Reihe sind wir gefahren, schön mit Arm oben. Es ist unfassbar krass, es ist mega faszinierend, wenn man ein Greyout hat, was wir hatten und so ist dann so dein Sichtfeld. Und dann kommt der Drop und dann kommst du nach unten und dann macht das so. Und du siehst nur noch so wenig. Und Farbe ist jetzt auch nicht so viel von. Und dann geht der hoch auf den Hügel und dann geht das ganze Bild wieder auf. Du siehst auf einmal wieder viel mehr. Dann geht es wieder runter und dann geht's. Dann hat sich das Ganze auch wieder. Was ist das? Das ist so. Wie bitte? Was ist das gerade gewesen? Dementsprechend empfehle ich auf jeden Fall erste Fahrt, erste Reihe, Arme hoch. Übelst krass. Auch letzte Reihe hat mega Spaß gemacht. Und selbst die Mitte, die eigentlich ja so eine nicksagende Position ist cool bei der Bahn, aber natürlich nicht so herausragend, wie wenn du ganz hinten oder ganz vorne sitzt. Und Wahnsinn. Intimidator 305, einfach Wahnsinnsding. Intermin. Habibi, ich küsse deine Augen.
Wenn ihr die Bahn fahren wollt, müsst ihr übrigens 1,37 Meter groß sein und in King's Dominion sein. Ja, ansonsten war es, glaube ich, alles, was man zu dieser Bahn sagen kann. Ich hätte sowas gerne hier in Deutschland. Am besten vor der Haustür im Garten. Geiles Ding. Kann ich nur weiterempfehlen. Wer es ein Teil schon gefahren ist, eure Erfahrung gerne in die Kommentare. Und ansonsten eure Meinung zu Intimidator Free for auch gerne in die Kommentare. Und ansonsten war es das jetzt von mir. Ich bin raus, ihr seid die coolsten. Euer Bro Fist Ride Review. Ride Review. Videomagazin. Peace. Holla die Waldfee, wenn ihr jetzt auch Bock habt, in so einer NASCAR-Achterbahn zu sitzen, wie Mr. Intimidator und Vollgas zu geben, dann guckt euch jetzt den Parkcheck zu King's Dominion an. Das macht zwar keinen Sinn, ihr werdet dadurch jetzt nicht irgendwie in der Achterbahn sitzen, aber ihr guckt den Parkcheck. Und hier guckt ihr euch noch ein Review an zu einer anderen Achterbahn, die verdammt schnell ist und verdammt hoch ist, und zwar Hyperion im Energylandia in Polen, auch von Intermin, und viel Spaß damit.